Was geht, Freunde der Außenwelt? Wir switchen rüber und let's rock! Wo bleibt denn Chris? Ich glaube, der ist bei Mama. Die hatte wieder irgendwelche Computerprobleme. Und du weißt ja, er versucht immer ein paar extra Pluspunkte bei seiner potenziellen Schwiegermutter zu sammeln. Ich glaube, unsere Familienkonstellation versteht auch niemand so wirklich, oder? Ja, versuch mal jemandem zu erklären, dass ich meinen Vater gar nicht kenne, deine Eltern geschieden sind und dann wiederum... Also, ja, gut, okay. Na, ich brauch dazu nicht viel sagen. Deine Mama und dein Papa zusammengekommen sind. Ja, ich versteh's ja manchmal selbst kaum. Aber ich glaube, das ist heutzutage ganz normal. Ich bin einfach froh, dass wir uns haben. Weil manche wahrscheinlich auch, wirklich. Auch wenn du manchmal eine richtige Nervensäge bist. Und du eine Zicke. Stimmt gar nicht. Zicke, Nervensäge, Zicke, Nervensäge. Oh nein, Zickenkrieger. Also. Ja, und gleich mit... das ist doch Klaus sein Schwert in Miniform. Ich habe dich früher immer so bewundert. Und ich tue es auch heute noch. Wahnsinn damals das mit deiner Gesangskarriere. Ja, das war ein sehr verrücktes und ganz schön holpriges Kapitel in meinem Leben. Ein Kapitel? Du meinst wohl eher mehrere. Ja, aber als ich Chris, alias meinen kleinen Red Boy, kennengelernt habe, mein wurde kleinen alles Red Boy. Als ich noch eine kleine Schneeflocke war, da fand ich es immer cool, wie stark und temperamentvoll du warst. Ich dachte mir immer, so will ich auch mal sein. Stattdessen war ich irgendwie immer die nerdige kleine Gamerin. Ich war manchmal aber gar nicht so stark, das ist doch geil, wie du Mann. Dachtest. Oft habe ich einfach nur so getan. Und ich habe wiederum echt eine Menge Blödsinn angestellt. Weißt du noch, als ich dir damals die Haare geschnitten habe? Wie wäre es, wenn ich dir die Haare schneide? Aber erstmal föhnen. Warum? Oh mein Gott, okay, da hat sich Föhn doch gelohnt. Schnippidi, schnipp, schnapp. Oh, das war vielleicht ein bisschen zu viel. Aber ich kann es reparieren. Ich mach's noch ein bisschen kürzer. Oh nein. Schnapp, schnapp, schnapp. Schnipp, schnippidi, schnapp. Junge, jetzt sieht's aus. Sieht gut aus, oder? Junge, oh, was klingt für Arme. Das weiß ich noch. Ich bin dann ein halbes Jahr mit einer dicken Pikachu-Mütze rumgerannt. Ja, und Mama hat dann sämtliche Scheren versteckt. Ja, aber deine Mama... Nein, unsere Mama ist toll. Sie hat mich immer geliebt, als wäre ich ihr eigenes Kind. Und du bist auch toll. Ich weiß noch, wie du mich damals aufgemuntert hast, als meine leibliche Mutter... Naja, gestorben ist. Ich bin innerlich zerbrochen. Ich konnte die ganze Situation einfach nicht verstehen. Und du warst da für mich. Du bist immer zu mir gekommen, wenn ich geweint habe. Und du hast dieses Lied gesungen. Wie ging das nochmal? Oh nein, ich ahne Schlimmes. Okay, doch nicht. Ja, sowas ist mal scheiße. Keine Angst, ich bin doch da. Ich bleib bei dir, ist doch klar. Wenn du willst, dann... Denn ich bin immer für dich da. Das war verdammt krass. Du bist wie meine beste Freundin. Und du bist meine. Auch wenn du manchmal echt ein Quälgeist sein kannst. Das machen kleine Schwestern halt so. Oh nein. Oh oh, nein. Übrigens. Siehst du heute total gut aus. Es musste ja so kommen. Oh mein Gott, wir sind ja... Ihr zwei, sorry für die Verspätung. Was? Nee, gar kein Problem. Ja, eine Runde Shots. Ich hab euch als Entschuldigung Oreo-Kekse mitgebracht. Njam. Was zum Auf Teufel? Was war denn das, Mann? Sehr cool. Jetzt würde ich meine hochfressen. Ich hoffe, euch hat das Video so gefallen wie mir. In diesem Sinne verabschiede ich mich und bin damit raus.